Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shadow of the Tomb Raider. Ja, ich weiß. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Oh, ganz kurz. Da ich das jetzt wieder vergessen habe, mache ich das jetzt mal schnell mit. Kann ich denn hier die Audio und Sprache, genau. Und zwar möchte ich Untertitel gerne anhaben. Jetzt soll es eigentlich gehen. Hoffentlich hat das jetzt funktioniert. Ich möchte gerne sammeln, aber ich kann ja nichts sammeln. Das macht mich traurig. Ich sammle so gerne. Oh wow, sieht das cool aus. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Sehen wir uns um. Oh, guck mal, das sieht aus wie eine Kiste. Ja, guck mal, so sehen also die Kisten aus. Oh, das war nur ein Medikit. Okay. Aber dann haben wir schon mal ein Medikit gesammelt. Das heißt, hier liegt wahrscheinlich auch noch mehr Krimskrams rum. Wo ist der hin? Suchen wir weiter. Naja, du kannst suchen. Oder hinten war gerade noch was. Dein Bein. Ganz gut, solange ich nicht dran denke. Genau, da sind noch irgendwelche Kräuterchen. Auch für Heilung. Ich sehe nicht. Suchen wir weiter. Naja. Ich will mich aber gerne noch umgucken. Weil ich möchte hier nichts verpassen und nichts übersehen. Deswegen mache ich auch gerade mal ein bisschen Überlebensmodus öfter an. Guck mal, dort hinten ist sogar noch was. Das werde ich mir auf jeden Fall noch holen, weil ich weiß nicht, ob ich an diesen Ort hier zurück kann. So eins hatte ich auch mal. Ich bin ständig damit gefahren. Und dann? Oh, schick. Ging's nach Yamatai. Hm. Hier passiert einfach so viel. Ich würde es gern mal sehen, wenn wir frei haben. Ich finde es schön, dass John immer mit dabei ist. Und uns bekleidet, so als einen alten Bekannten noch von den ganz, ganz alten Teilen. Den kann ich reden. Oh, mit F wartet. Gefällt Ihnen was davon? Ich sehe mich nur um. Sie sind aus England. Sie brauchen ein Souvenir. Tut mir leid, Juan. Sie hat schon zu viele Souvenirs. Okay, Jonah. Woher kennst du hier jeden in der Stadt? Ich rede mit allen. Probier's mal. Kann ich jetzt jeden anquatschen? Du hast Eindruck auf die Einheimischen gemacht. Das gefällt mir hier. Nette Menschen. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Doch, die sind auch um einiges sympathischer als solche Menschen. Ich loot die einfach ein bisschen, aber es ist schon cool. Oh, da drüben sind so ein paar doofe Menschen, da will ich jetzt noch nicht hin. Das ist wie damals, ich jetzt hier wirklich Professor in Ägypten gefolgt sind. Aber ich glaube, mir ist hier gar nicht. Du weißt genau, dass er Barakat hieß. So, Jonah, ich will noch mal kurz dorthin gehen. So schön. Und hier kann ich jetzt auch noch mit jemandem reden. Falls hier jemand Jaffa-Torte verkauft. Das würde mich in Mexiko wundern. Aber wenn ich... würde ich ein Stück wollen. Tja, unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Na dann... Ruhe schaffen mit den Tequila. Oder hinten so noch was. Mit der kann ich auch reden und hier sind noch viele Kisten. Die Jugend ist bei den Jungen verschwendet. So sagt man. Bei mir nicht. Ich hatte eine wilde Jugend. Okay, gut zu wissen. So, das war hier. Ich glaube, es kann nicht schaden, sich einen kleinen netten Vorrat anzueignen hier an Sachen. Aber ich glaube, ich müsste jetzt eigentlich alles, was man hier aufsammeln kann, aufgesammelt haben.
komm, Jonah. Lass mich durch. Du stehst im Weg. Oh, ich kann mit denen dort hinten noch reden. Komischer Typ. Bitte, bitte, probieren. Riecht sehr lecker. Oh, hast du jetzt Zeit zum Essen? Ich passe mich an. Oh wow, wir sind durch den Typen durchgegangen. Auch sehr schön. Ich finde es gut, dass man hier so kleine Dialoge machen kann und sich so ein bisschen umschauen kann. Und es ist so schön hier. Also da kommt richtig in dieses Feeling rein, finde ich. Also das ist wirklich sehr gut gemacht. Also wow. Einfach nur wow. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe ihn. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Ne? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Okay. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Na dann. Wollen wir doch mal schauen. Verzeihung. Ich möchte mich trotzdem umsehen, weil hier liegen dann zum Beispiel da so kleine Körbe rum. Die möchte ich schon mitnehmen. Drüben war auch noch einer. Haben Sie den Hohen Rat kontaktiert, Commander? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an Ihrer Führung der Organisation. Okay, ich glaube, das ist das Einzige. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Gut, ich will aber mal noch nicht zu nah dran gehen. Ah, das möchte ich schon. Jonah, noch Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Oh, Trinity. Mit denen hatten wir doch im letzten Teil schon so viel Freude und Vergnügen. Ja, du hast recht. Disculpe, señorita. Mein Fehler. Gut, hier ist da nichts mehr. Dann kann ich einfach hier lang weitergehen. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Okay, gut, dann müssen wir jetzt wohl hier lange weitergehen. Aber es ist alles gar kein Problem. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Okay. Ich weiß noch nicht, was ich von diesem Typen halten soll, ehrlich gesagt. Aber wenn der Boss von Trinity ist, scheint er nicht ganz so sympathisch zu sein. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Hm.
Okay, dann wissen sie wohl, dass wir hier sind. Ob das jetzt so flauschig wird, weiß ich nicht mehr. Raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Ah! Lo siento! Keine Sorge. Lauf. Spiel. Alter, scheint er zu den Menschen ja eigentlich relativ nett zu sein. Werte, haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Auf jeden Fall vorerst noch nett. Ich hoffe, sie war so schlau und hat wenigstens ein paar Waffen eingepackt. Jonah, sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Da stehen viele Wachen. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Wow, wir haben ganz schön viele Goldstücke. Gut, okay. Hier muss ich dann weiter. Hier liegt aber nichts mehr. Ich finde es sehr komisch, dass ich hier keine... Obwohl, wartet mal ganz kurz. Ich kann ja an die Karte gucken. Weil eigentlich sind hier noch... Da, ich muss hier eigentlich einiges finden, aber ich habe bis jetzt nichts entdeckt. Finde ich komisch, aber vielleicht kommt es ja noch bei der Ausgrabungsstätte. Und dann? Hey! Das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen netter. Und wir haben unseren Bogen wieder, sehr schön. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Haben wir eine Pistole? Wäre praktisch. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Okay, gut. Gehen wir weiter. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass ich hier schon so ein paar Sachen finden werde. Deswegen möchte ich mich eigentlich schon gerne umdrehen. Aber hier liegt erstmal nichts. Wie wollen sie denn da umbringen? Was kann ich denn machen? Soll ich die jetzt einfach anlatschen? Die Hinrichtung verhindern. Okay, F. Irgendwelche letzten Worte. Warte, warte. Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Wie kann ich denn schießen? So, okay. Dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Ach, ich hoffe, sie hat überlebt. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Das kriegen wir hin, aber ich will den nicht. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Naja, entspann dich mal. Ich bin ja schon dabei. So, hier ist jetzt auf jeden Fall eine Kiste. Hier ist ein Schrauch. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Mädchen, chill mal dein Leben. Ich will doch machen.
Gut. Ich höre mir noch das dort hinten und dann würde ich sagen, verabschiede mich an dieser Stelle erst einmal wieder von euch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich es sehr über eine Bewertung freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider wieder. Habt bis dahin eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.